Da wir den Zug im Terrakotta-Tempel wie weiterbringen können und dann ein Stein das Führerhaus beschädigt hat, muss der Zug jetzt erstmal repariert werden. Und das passiert jetzt hier im Toad-Depot. Na, machst du hier. Ich habe einen Zug gesehen. Also eigentlich wird er gerade repariert, aber es ist immer noch ein Zug. Ja, immer ist es ein Zug, mein Freund. So, ich muss nochmal wieder ordentlich Kohle loswerden. Ich habe immer noch das Maximum. Ich habe gerade offscreen mal versucht, gegen den Meister Schnuck in der vierten Arena anzutreten. Hat aber leider nicht funktioniert. Und was ist hier gerade los? Hier sind deutlich viele Gegner. Bin ich froh, dich zu sehen, Mario. Du wirst niemals raten, was passiert ist. Wir haben einen Auftrag erhalten, eine Lokomotive muss repariert werden. Ich könnte mir kein besseres letztes Projekt vorstellen. Aber jetzt lassen diese Tunichtgute hier Dampf ab. Also viel Dampf braucht nicht mal ein Dampflok. Höchste Eisenbahn, Mario, hilf mir, diese Trittbrettfahrer loszuwerden. Mario, dieser Tod hat uns einfach so einen Fahrstuhl gegeben. Das Mindeste, was wir tun können, ist ihm mit seinem Dampfproblem zu helfen. Alle Teile wurden bereits repariert und neu angefertigt. Jetzt musst du durch dich nur darum kümmern, dass alles wieder dorthin kommt, wo es hingehört. Das ist wirklich schwierig, wenn man gleichzeitig in Kämpfe verwickelt wird. Aber schließlich bist du Mario. Wenn du wissen willst, wie es vorangeht, kannst du gern jederzeit herkommen und mich fragen. Alles klar. Diese Gratteriche können eh nix. Wer hätte das gedacht? Ein Diagramm des Zuges, super! Dieses Diagramm kannst du mit dem richtigen Zug abgleichen. Oh ja. Ja, ich frag mich noch, was hier passiert ist. Einer noch, komm. Einer noch, jawohl. Endlich sind diese ganzen Nervensägen weg und ich kann wieder arbeiten. Ninjis sind auch reichlich welche am Stisso. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Auf ihrer letzten Fahrt lässt sich uns die Lokomotive im Stich. Und wenn man sieht, was hier im Depot gerade los ist, dem einzigen Ort, an dem man sie reparieren konnte, dieser Zug ist einfach vom Pech verfolgt und ich frage mich, ob er jemals wieder fahren wird. Ach, da wird schon. Da wird schon. Wir sind ja Super Mario, wir kriegen das natürlich hin. Ich strenge mich so an, diesen Wasserkessel zu bewegen. Aber es tut sich einfach nichts. Könntest du einmal nahe hineinsehen, Mario? Ja. Ja, da sind Gratteriche drin. Was geht denn da drin bloß vor sich? Nein! Da sind Gratteriche drin, und zwar 10 Stück. Please. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt, also kriegt ihr es. 2 Hilfspushen, falls ich versage. Okay. Ich will mir das immer. Ich bin immer zu faul. Ich will das immer erst absichern. Und nur so wenig kriegen wir dafür. Da waren Gatterische drin. Igitt. Nein, keine Sorge, mir geht's gut. Danke, dass du dich um die Wenn ich an die nur denke, wird mir schon übel. Reden wir nicht mehr davon. Hilf,
Hilfst du mir stattdessen, den Wasserkessel zum Zug zu bringen? Müssen wir das so erledigen? Achtung, der Wasserkessel kommt. Payum. Wasserkessel angebracht. Es müssen noch 5 Dinge erledigt werden. Los, los, sonst ist der Zug abgefahren. Hier drin ist es stockdunkel. Es muss doch irgendwo einen Ausweg geben. Lol. Oh, sorry. Lol. Euer Ernst? Die wollen mich jetzt aber auf Namen. Großer Seriensprung. Let's go. Boah, sogar diesmal. Was? Der letzte lebt noch? Seriously? Das kann aber jetzt nicht wahr sein. Scheiße, man kann ja nicht mit dem Hammer angreifen, weil ich bin so doof. Ich bin so doof! Boah, ich krieg's ja mal weise, wo man sich mal zu. Es haben also ein paar Schwarzfahrer dahinter geklebt, ja? Ich frag mich, wie die da hingekommen sind. No. So. Das einzige Mal die Frage, wie soll ich da hochkommen? Ich gehe jetzt mal nach hinten und gucke, was da ist. Wir wollen natürlich den Zug wieder in Gang bekommen. Ja, und da vorne sitzen sogar die ganzen Gäste drin. Ist aber wieder gerade biegen. Ist klar. Da ist die Kohle. Mit einem Entfaltungsblock. Schade, krieg ich grad nicht hin. Da muss ich wohl von hier ankommen. Nein! Ich wollte den gerade mit dem Hammerplatt machen und dann. Da. Der wird schon ausreichen gegen diese Dödel, die nichts können. Siehst du, wie schwach die waren? Die können aber null. Null können die.
Das scheint mir ein Megafon zu sein. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh, da die wieder was Starkes dabei haben, werde ich jetzt mal einen Bohrsprung zücken. Einen Partner und die Tekern. Oh lol, das war jetzt nicht geplant, ey. Okay, der Sniffage verschwindet wieder. Nice. Danke, roter Sniffel, dass du wenigstens einen ausgeschaltet hast. Außer ein bisschen. Nein, das ist nicht passiert. Außer dass wir die Ninja-Karte bekommen, was natürlich schon ganz nice ist. Froschanzug und Picket. Kann man ja auch gebrauchen. So, und wir quetschen das Megafon aus. Damit wir nicht kommen. So. Mega cool. Wundersames Gerät, das Geflüster in Geschrei und Geschrei wiederum in akustische Naturereignisse verwandelt. Alles mal zwei Karten, die ich gut gebrauchen kann. So, ich guck mal jetzt erstmal hier nach, was ich da so tun kann. Die Ninjis sind immer am flinksten von allen Gegnern, das sag ich dir. Gut. Bisschen Herz, wofür soll das gut sein? Mario, das trifft sich ja gut. Was? Was haben die Toads gegen mich? Ah, jetzt fühle ich mich so viel besser. Ach ja, die haben mich nur angeschrien oder was? Danke, dass du ein offenes Ohr für all unsere Probleme hattest, Mario. Lydiane, kann eh nix. Dödel. Ja, tust du hier. Hm? Das hier ist der Luxuswagen. Der ist toll eingerichtet, aber in den dürfen nur VIPs und berühmte Passagiere rein. Ich wünschte, ich könnte mir eine Fahrkarte für so einen Wagen leisten. Da kann man im Moment nicht rein. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Und schauen, was da mit dem Tor passiert ist, der ja da an der Wand war. Einmal schon Violum gönnen. So, die.
Wo ist denn der Ninji? Will er mir jetzt verarschen? Ja, will er. Ja, und warum wird das jetzt noch als ersten Angriff gezählt? Okay, der hat ein paar, zwei Leute dazu geholt, die aber nichts können. Ich mach euch einfach alle. Scheiße! Wow. Junge, der Ball geben! Das war die Power des offenen Drachens. Und ein Speicherblock. Den kann man gut gebrauchen. So. Kann man das einfärben? Ne. Ich dachte gerade nur. Das sah irgendwie so verdächtig aus. So, ich helfe dir da runter, ja? Nee. Nein, nicht mich absaugen! Ah! Nein, 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 nein. Das passiert mir nicht. Weißt du was? Wir setzen jetzt die beiden Karten ein. Werden sie garantiert alle krepiert. Was der 3 so schon mal gespannt? Wunderschön, alle da. Und da kriegen wir mal so Cash mit, obwohl das gar nicht gezählt wird. So, da ist mal jetzt Zeugs aufsammeln. Sie haben die Hälfte meiner Farbe abgesaugt. Jetzt kann ich mich nicht bewegen, ich sitze hier fest. Ja, Moment, Moment, ich mach das heute nicht. Vielen Dank für die Rettung. Nebenbei, ich soll hier den Kran bedienen, aber heute ist mein erster Tag und ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ich mag den Chef nicht fragen. Kannst du mir damit nicht helfen? Acht Bits Musik. Der Kran bewegt sich automatisch über den Zug hin und her. Du musst einfach nur A drücken, sobald das Führerhaus da ist, wo es hin soll. Okay. Lassen Sie es runter. Passt genau hin. Gut gemacht, das Führerhaus ist perfekt positioniert. Kann auch ziehen. Da ist ein bisschen was übrig geblieben. Perfekt, wir sind zwei echte Profis. Danke für die Unterstützung, Mario. Nicey Daisy, ne? Führer aus der Position. Bleiben noch 4 Schritte, die abgearbeitet werden müssen. Mach mal Dampf. Lol. Ja, genau. Genau. Ich soll als Eiskar gegen so einen Fussi-Stapel spielen, oder was? Wie viele sind denn das, Alter? Ich
Ich weiß gar nicht, wie viel so einstecken, deswegen vielleicht zwei große Würmer. Was ist mit denen? Scheiße. Zur Absicherung, weil da sind noch zwei. Die lassen sich nicht beide killen. Jetzt aber. Ich wollte auch nur mal sicher gehen. Lol. Schornstein ausgefahren. Noch drei Arbeiten zu erledigen. Schnell, sonst landen wir noch auf dem Abstellgleis. Gut, das mache ich gleich zu, aber ich möchte jetzt erstmal gucken, ob wir da hinten weiterkommen. Ich muss von da hinten durchkommen. Tja, dann muss ich nochmal die Tür benutzen. So, ich muss da hinten nochmal durch. Wie komme ich denn da so jetzt hin, ey? Vielleicht da oben drüber. Neue Gegner. Ah! Komm, ich kämpfe mal gegen so einen. Boah, und ausgerechnet jetzt beim ersten Mal ist direkt Kamek dabei. Ne? So ein Blödian. Was machst du denn dieses Mal, du Schwachmat? Der hat mir bis auf 6 Karten gemobst. Für gebrochen und alle Karten fliegen zurück. Achso, kann jetzt wieder ein neuer erscheinen? Nee, ich glaub nicht. What sind das viele? Ich hol überhaupt. Das freut mich. Ah, jetzt können wir da so anschieben. Ja, genau. Genial, so macht man das also. Ist ja toll, du hast das so gut drauf. Könntest du ja mit den Tender zum Zug bringen. Ja, kann man. Sieht gut aus, noch ein ganz kleines Stückchen. Nochmal.
Tender angekoppelt. Noch zwei Aufgaben warten, wer rastet, der rostet, und das wäre bei einer Eisenbahn gar nicht gut. Etwas anderes hätte ich von dir auch gar nicht erwartet, Mario. Gute Arbeit. Wenn du jetzt noch den Tender mit Kohle füllen könntest, wäre das echt spitze. Ich weiß auch schon, wo wir Kohle herbekommen. My friend. My boyfriend. Die Toads sind Boyfriends. Wahre Boyfriend. So, jetzt können wir hier die Kiste wegmachen. Komm da runter. Sport da über mir, ey. Okay, also den haben wir mit der Mama besucht und jetzt volle Kabel in den. Was? Der lebt noch, wird mich verarschen. Ja, jetzt liegt der zu 100%, weil er hat ja meine Farbe gebraucht. Boomba, kannst du bitte für mich erledigen? Falls der nicht ausweicht, dann nehme ich noch ein K.O. am hinterher. Ja, das reicht leider nicht. Aber jetzt reicht's, oder? Ja. Mit dem Goomba an meiner Seite hat's geklappt. Okay, ich frag mich jetzt, wo wir Kohle herbekommen. Aber wahrscheinlich daher. Ja doch, genau. Hier muss neue Kohle rein. Ich weiß auch schon, wo das ist. Ey, du da, geh mal weg. Danke, Mario, aber warte mal, da kommt immer noch keine Kohle. Könntest du vielleicht draußen nachsehen, ob es ein Problem beim Reservoir gibt? Ich bin immer der, der die Probleme noch sehen muss, ne? Natürlich. Aha, die Scheigers stoppen das. Diese Scheigers sind wirklich überall. Hey, ihr da, ihr haltet hier noch alles auf. Hände weg, wenn ich bitten darf. Du hast es nicht anders gewollt. LOL, nein! Fabian, du dämlicher Eimer. Wie lange muss denn hier noch warten? Ich würde ja sagen, ich sitze auf heißen Kohlen, aber Kohle ist eben das, woran es mangelt. Voll den Tod ins Gesicht. In your face. Alles in Ordnung, Mario? Alles bestens, nur jetzt bin ich dreckig. Du hast ziemlich Farbe bekommen. Ich bin froh, dass du dich nicht verletzt hast. Und wenigstens geben diese Scheingeist jetzt endlich auf, was? Du hast gerufen? Ja, hat Farbe, Björn, weil er dämlich ist. Weil Fabian einfach dämlich ist. Ich mach euch alt. Scheiße, die können das abblocken. Willst du mich verarschen eigentlich? Thank you.
Junge, seid ihr nicht gestört? Okay, ich brauche einen Pilz. Gleich zwei und einen Doppelsprung hinterher. Nee! Wow, jetzt holt er sich einen neuen. Okay, ich würde sagen, da du sowieso keine Chance hast, wäre ich jetzt meine eigene. Gut, jetzt gibt's aber in your face und keine Video. Geht doch, hat jetzt bestimmt ungefähr 4 Minuten gedauert oder so. Für Kohlenanschub ist wieder gesorgt. Kohle geladen. Nur noch einen Schritt, vielleicht muss es nur ordentlich zugekommen werden. Ja, und zwar hier vorne. Klappe geschossen. Alle Teile in Position. Reparaturen abgeschlossen. Und jetzt kann der Zug auch hoffentlich wieder weiterfahren. Das sieht doch mal wie neu aus. Auf den ersten Blick sieht es also aus wie vorher, aber alle Einzelteile wurden komplett überholt und verbessert. Es sollte jetzt eigentlich besser laufen als zuvor. Hoffentlich gilt das auch für mich. Mir scheint, dass dieser Zug und ich vielleicht vieles gemeinsam haben. Gute Arbeit. Niemand kennt sich mit Zügen so gut aus wie Sie. Wie schade, dass dies Ihr letzter Auftrag war. Sie werden uns doch immer noch aushelfen, wenn wir mal nicht weiter wissen. Lassen wir den Vorarbeiter hochleben. Arrück! Wie er das feuert. Und da hat jetzt erstmal seine Gäste geholt, der Zug. Ich danke euch allen, aber allein hätte ich es nicht geschafft. Der erfolgreiche Abschluss dieses Projekts war nur mit Hilfe der Hilfe von Mario und Fabian möglich. Psst, Planänderung, lassen wir Mario und Fabian noch leben. Danke, endlich bekomme ich auch mal einen Preis. Wie Fabian einfach so einen Sideflip gemacht hat, also so ein seitlich Salto. Ich danke euch allen für eure Hilfe. Der Zug ist wieder in Bestform. Die Passagiere warten und sind hungrig, also brechen wir sofort zur Papierkaterie auf. Ja, tschö. Ich hoffe, euch passiert nichts. Toll, 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 hurra, danke! Eine letzte Fahrt, da muss alles reibungslos gehen. Das haben wir alles nur dir zu verdanken, Mario. Also, nimm bitte das hier an. Eine Korkenkopie.
So, komm mal alle her. Für mich ist hier Schluss. Ich gehe jetzt in den Ruhestand. Sie waren wirklich der beste Vorarbeiter, den wir jemals hatten. Und die gehen jetzt irgendwo Kaffee trinken und ein Bier und die gehen jetzt irgendwo ein Bier trinken und feiern ihren Job. Nun, ich werde noch eine Weile hier bleiben, mir die Züge ansehen und dann lasse ich dir freie Bahn. Denn für dich ist die Arbeit noch nicht getan. Deine Zukunft liegt noch vor dir. Genieße sie, denn sie geht so schnell vorbei. Danke, Vorarbeiter. Mario, sehen wir uns diesen Restaurant einmal an. Es muss da einen kleinen Farbstein geben. Jo, aber zuvor check ich nochmal die restlichen Farblosflecken, die wir vergessen haben. Wir haben da jetzt wie viel Prozent? Da hinten sehe ich auch schon einen. Wir haben jetzt momentan 77. Und hier sollte der Rest sein. Wenn ich mich nicht irre. Und hier kann man was ausschneiden. Eine Staffel hoch. Komme ich denn da hin? Jetzt sag mir nicht, ich brauche die. Nee. Ah doch, lol. Ja, mehr hoch kann ich leider nicht. Willst du mich veräppeln? Na egal, dann hole ich das später nach. Aber jetzt gehen wir erstmal den letzten Farblosfleck holen. Man muss einfach mit jedem Teil gegen die Wand hier preschen. Und dann erreichen wir diesen Farbfleck. Gut, und war das jetzt alles? Ich hoffe schon. Nein, 88%. Wo haben wir denn da was übersehen? Also hier nicht, aber hier muss doch ordentlich was fehlen. Tja. Schwer zu sagen. Oder wahrscheinlich fehlen jetzt so viele Prozent wegen dem Ausschneidepunkt. Das kann sein. Also weil ich hier alles abgecheckt habe, sehe ich hier nichts. Können wir mal hier abchecken. Oder ach nee, hier draußen war auch noch ein Farblosfleck. Wieder so eine fiese Sache, die man nicht checkt. Wo war das denn nicht alles? Nein, immer noch nicht. 91. Habe ich denn hier noch irgendwas übersehen, ey? Kann aber hier wahr sein. Kann man die... Nee. Sah aber vom Lichtwinkel so aus. Tja, dann muss ich hier noch mal was suchen.
Boah, wir haben jetzt schon 40 Minuten. Leck mich dieser. Hier ist nichts mehr, was man einfärben kann. LOL, hier die Gleise kann man reinfärben. Willst du mich verarschen? Gut, war es nicht alles? Nein, immer noch nicht. 97%. Dann kriegen wir dann mal alles zusammen, Mann. Muss da von ganz oben ran, ne? Ja, genau. Warte, dann vielleicht das Level eben und dann gucke ich mir das nochmal an. Da sieht man es, der Bus. Der Bus. Der Zug fährt weiter. Und wir sehen uns gleich nochmal eben die Origami-Figur an, die da gelandet ist. Habe ich keinen Verlustwert vergessen, oder? Nee. Hier habe ich nichts vergessen, zumindest sehe ich da nichts, ne? Gucken wir mal die Schiene mal. Das ist immer so eine optische Täuschung, ne? Mal siehst du es, mal siehst du es nicht. Da sind die Blöcke da. Jetzt komme ich da dran. Das sind jetzt nicht allzu besondere Karten. Was denn jetzt alles? Nee. Habe ich denn da was übersehen? Mein Gott, war es jetzt wirklich so schwer? Gut, dann werden wir noch eben nach Paprisma die Origami-Figur auschecken und dann, ja. Jesus Christ, aber das ist getriggert, ey. Aha, die ist hier. Peach Post 7. Mario, ich habe herausgefunden, was Bowser plant. Er wird... Ah! Tolle Nachricht. Alles klar, ey. Gut, ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich, haut rein und ciao. Like, Abo und Glocke nicht vergessen.